zu Hause rumliegen hast. Auch mit dem also, richtig, habe ich einfach nur ein Passwort nehmen oder 1, 2, 3, 4, 5. Kann man so sein lassen. Also, okay, diese Tabelle vor über die Berechnung ist natürlich darauf ausgelegt, dass es da keine Sperre gibt. Das heißt, es gibt natürlich andere Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, bei meinem Web-Login zum Beispiel würde ich die 1 Milliarde Passwörter in der Minute oder Sekunde ausgeben. Die meisten Accounts haben auch Sperre. Das ist ja dreimal falsche Eingabe, dass man die Minute gesperrt hat. Also, man muss komplett gesperrt, muss ein neues vergeben. Also, das muss man auch ein bisschen vorsichtig betrachten. Das sind aber nicht viele Schlüssel, die man da nicht vor sich hat, die nicht in einem System geschützt sind, die man wirklich brutal angreifen kann. Da funktioniert das. Dann dauert das wahrscheinlich dann nicht, wenn man so eine Sperre hat, dauert es nicht 5 Minuten, sondern 5 Stunden. Aber man muss halt eine Regulation sein. Das ist immer wieder die Sache, was will ich? Wie viel Sicherheit möchte ich haben, wie Vertrauen setze ich da rein? Ja. Und das ist ein Problem. Smartphone hat man überhaupt keine Sicherheit. Absolut nicht. Ja. Also, man gleich irgendwo man gibt Geld dafür aus und letztendlich gibt es das was auch schon Android ist oder ja. iPhone. Oder deswegen tue ich immer ständig meinen Akku raus. So ja. unterwegs. Das machen ja schon noch ein paar Monate, das wieder Sache ist. Ja, genau. Weil wirklich wichtig Unterhaltung, dass man den Akku rausnimmt. Ja. Weil man nicht sicher sein kann, dass das Ding ausgeschaltet wird. Mhm. Und jetzt die neue Innovation war jetzt vor ein paar Wochen, wollte ich noch einführen, dass diese Spracherkennung doch auch läuft, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn man es mit Spracherkennung einschalten kann. Sehr gut. Weil ich auch gleich im Raum gewachsen hatte. Die Leute geben Geld aus, um sich selber zu überwachen. Ja. Ich finde das Wahnsinn. Ich finde das mal lustig. Damals die Volkszählung in den 80er Jahren, und das darf halt Aufschreiber. Und das machen wir alles rein für die Volkszählung. Ja, das ist alles preisgeben. Die Smartphones machen gleich mal die Erzähler. Ich sage mal, wenn man Verschlüsselung machen will, am besten Bezahlung wird das ganz gut. Also im Outlook gibt es auch, also wenn die GPG-VP zum Beispiel, die kommt dann ein Plugin drin, eine Erweiterung, Extension für Outlook. Dass man es auch mit Auto benutzen kann. Also ich habe noch nicht ausgewählt, keine Ahnung. Soll aber funktionieren. Geht? Ja. Warte mal. Dann kommen wir zu sagen, das ist eine Software von Microsoft. Paranoia oder so. Also man macht sich schon Gedanken darüber, wie man das alles ein bisschen besser gestalten kann. Also ich finde, das ist sehr wichtig eigentlich. Sicherheit spielt schon eine ganz große Rolle und irgendwo muss man sehen, auch bei Smartphones oder auch bei Laptop und so, dass man da was Gutes bekommt. Ja, man muss schon mal wie schon ein Smartphone benutzen, was speichert er drauf? Was, ja, genau. Was vertraue ich dem an? Ja. Genau, so ein Laptop, was vertraue ich dem an? Was wenn das Laptop geklaut wird? Das kann man auch ganz andere sagen. Zum Beispiel, wir haben jetzt eine Mail-Verschlüsselung gewählt, das gibt ja auch wirklich Festplatten verschlüsseln. TrueCrypt. Ja, TrueCrypt. Ja. Ist auch böse, in Anführungsstrichen. Warum? Ja, also dieses Prism.org, Break.org sagt, ist böse. Ach so. Weil es nicht wirklich alle Anforderungen dieser Electronic Frontier Foundation entspricht. Das heißt, es ist zwar der Quellcode ist zwar offengelegt, aber wird halt nicht. Es gibt noch einen geschlossenen Kreis von Programmierern, der dahinter hängt. Man weiß nicht, es entspricht nicht den hundertprozentigen Anspruch von freie Software. Deshalb ist das böse. Da sind sie ein bisschen schwarz-weiß-denken, haben die bei diesen Prison Break aus. Sie sagen halt, TrueCrypt ist böse, weil es halt nicht den Anspruch von hundertprozentig entspricht. Also ich nutze es trotzdem. Da habe ich nicht Vertrauen so weit, dass ich sage, okay, das kann man jetzt nicht nutzen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel unter Linux dieses DM-Crypt, wo man Festplatten verschlüsseln kann, was teilweise im System schon benutzt wird, oder Ubuntu zum Beispiel, wo man sein Heimatverzeichnis damit verschlüsseln kann. Das macht ja kein TrueCrypt, das macht dieses DM-Crypt, das kommt zu Linux dazu. Es gibt auch wieder andere Möglichkeiten, die dann hundertprozentig für die Anforderungen an freie Software erfüllen. Oder soll man, egal ob man gar nichts benutzt, sollte man auf jeden Fall TrueCrypt benutzen, gerade bei Laptops. Wenn die wegkommen, die Daten. Keiner weiß, was man macht.
halt anders ist, wenn man jetzt zum Beispiel nach England reingeht, ich das wollte mal aufholen, die rein. Das ist schlimm, schlimmes Land ist das. Also, das ja, das sind Laptops und Smartphones. Auch die gläsernen Leute da, und viel schlimmer als hier die Überwachung. Es gibt seit, ich weiß, seit drei Jahren gibt es schon das Gesetz in England, dass man verpflichtet ist, in England seine Passwörter auszuziehen. Ja. Also man hat da kein Zeugenverweigerungsrecht. In Deutschland. Also in Deutschland kann man vor Gericht sagen, dieses Passwort geht nicht raus. Also ich möchte mich selber nicht belasten. Das ist völkerrechtlich. Ja. Aber in England ist es so, da wird das bis zu drei Jahre Gefängnis bestraft, wenn man sein Passwort nicht auszieht. Man muss sogar glaubwürdig nachweisen, dass man es vergessen hat. Man sagt, ich habe es vergessen. Das ist ja immer eine Ausrede. Nein, wenn du in England bist, zum Beispiel ein englischer Bürger, bist du zu Hause und hast deine verschiedene Festplatte. Ja, du sagst, wie die Polizeibehörden, Staatsanwaltschaft, die wollen das drauf, dieses Passwort. In Deutschland kannst du sagen, Zeugnisverweigerungsrecht, nee, ich will mich selber belassen. Ich verweigere die Aussage. In England ist das so, nee, gilt nicht. Wenn du das nicht sagst, kommst du neuer Knast. Zwangshaft. Ja, wenn du es vergessen hast, gibt es nicht. Du musst den Glauben beweisen, dass du es vergessen hast. Schwierig. Deshalb gibt es schon teilweise schöne Sachen, die du auf dem Schulstück hast. Diese. Diese Abstreitbarkeit. Das heißt, da kann man. Flugkühl macht das ja so: er verschlüsselt entweder die Festplatte oder man kann sich auch einen Container basteln. Einen 2-GB-Container oder einen USB-Stick oder so auch noch. Den erzeugt man. Und man kann innerhalb dieses Containers noch einen Container erzeugen. Einen versteckten Container. Das heißt, er gibt dann für diesen Container, den man hat, zwei Passwörter. Das eine macht dann diesen einen Container auf und sagt hier, da guckt es hier an. Und das zweite öffnet diesen versteckten Container, wo deine wirklich wichtigen Daten sind. Dann kannst du dein Passwort rausgeben und sagen, ich habe das Passwort gegeben. Fass mir die Füße. Mach mir den Daten, wo du willst. Das ist ja diese, damit du halt unter Folter. Ganz grob kommt, also in anderen Ländern bist du nicht gerade in England oder in Südtirol oder in Wo, und wenn du unter Folter gezwungen bist, ein Passwort rauszugeben, das ist dann vielleicht ein bisschen für Leute gedacht, die wirklich wichtige Daten zu verstecken haben, und Menschen, die gerade sowas benutzen. Für uns ist es noch nicht so weit, dass wir unter Folter ein Passwort rausgeben, aber es gibt kein Land hier in Europa, wo es so schlimm ist wie Russland. Ja, also da bist du regelrecht. Überwacht. Und mit Kamera draußen und so weiter, wir haben so viele Kameras, sind es ja nicht flott gegangen. Das war ja auch gesagt, so, mit dem Freund von dem Greenwald, die sie da noch nicht schon festgehalten haben. Ja, genau. Der ist ja über Heathrow geflogen. Ja. Und umsteigen, da haben sie ihn noch schon festgehalten. Ohne Gerichtsbeschluss, ohne Anwalt oder alles. Ja. Das heißt, das war völkerrechtlich, was der gemacht hat. Laut dem Gesetz ist es richtig. Wir können bis zum 9. wegen Terrorverdacht. Warum ja, das haben wir nicht gegründet. Warum wir da Terrorverdacht schon? Kannst du jemanden zu 9, wir haben auch 8 Stunden, 59 Minuten ausgesetzt. Das ist doch in Deutschland öffentlich. In Deutschland haben sie es auch einfach. In Deutschen. Aber nicht ohne, dass du keinen Anwalt sprechen darfst und dass du nicht davor geführt wirst. Du darfst nicht sprechen, das ist doch anders. Dann darf man bis 29 Stunden festhalten hier in Deutschland. Das ist ja Internet überliefert. Und das soll nicht sprechen, das darf man. Ja. Einmal darf man hinzuziehen, aber 33 Stunden können Sie fest haben. 24, das heißt, wenn die 24 Stunden angebrochen ist, dann muss die Haftrichtung vorgeführt werden. Ja, ja, eigentlich schon. So ist das in Deutschland, aber in Großbritannien ist das anders. Da kommt diese Willkür aus, ich habe mit 8 Stunden 59 festgehalten und dann freigelassen. Ja, das war so, und das war rechtswidrig, was sie gemacht haben. Also die EU in Straßburg, die können ganz schön Rechnung geben, wenn sie auf den Kopf hauen. Ja, das war nicht, das ist rechtlos, aber das haben sie in Deutschland auch schon gemacht. Ja, aber wir kriegen ja noch ein Rechnung. Das war ganz gut, dass wir jetzt auch einführen, wie gesagt, was wir rausgaben, haben wir letztes Jahr noch gelesen. Also, kannst du heute mal dann nicht mehr von empfehlen, dass es immer die Beweismittel gibt. Also, der Beweis muss aber unschuldig sein. Die Daten der Bürger sind Gold wert. Für den Staat. Das hat nicht vergessen. Damit machen sie Geld. Leider schon die Einwohnermeldung da. Ja, genau. Und dann steht dann, da muss man Kreuz mit beachten, dass der Richter und Kreuz machen dürfen, dass er nicht irgendwas an die Werbestellen weitergeben hier. Also wirklich, das ist Hammerhart. Wenn man da nicht drauf achtet, und so, dann können wir es ohne weiteres dann deine ganzen Daten verkaufen. Ja, das ist halt. Genau, das wollen wir. Es ist ja nicht umsonst so, dass mal Facebook so groß geworden ist. Oder Google, die arbeiten mit unseren Daten. Genau, die Daten sind unser Kapital. Das hat heute mal schon, man soll sich unbedingt verteufeln, aber man soll schon überlegen, was man da reicht. Welche Dienste man benutzt. Nicht kopflos alles benutzen.
Also Facebook und Skype sind die schönsten. Ja. Skype, das ist, da muss man auch aufpassen. Skype nutze ich auch nie mehr. Ja, ja, deswegen. Aber wir müssen auch Alternativen sagen. Alles, was umsonst angeboten wird, oder fast umsonst ist, so, da muss man mit. Ja, das ist die Sache. Umsonst ist nicht unbedingt umsonst. Also, ja, ist nicht immer umsonst. Aber wenn es preiswert ist, da muss man zwar mal drauf schauen. Ist vielleicht kostenlos oder so, da muss man kein Geld für bezahlen. Ja, genau. Man bezahlt es andere Preise dafür. Genau. Aber gibt man halt eine Einstellung, man stimmt ja den AGBs immer schön zu, wenn man da was anschlägt, dass, was sie alles mit den Daten machen können. Das ist schon erschreckend. Aber. Und dann wieder auftauchen, wenn ich mehr gut schaue. Ja. Ja. Man muss sich halt mal ranwagen. Wenn man halt den Gegenüber sucht oder braucht, zu verschlüsseln. Man muss sich keine Angst haben, dass man die verschlüsselte Nachricht schickt, ohne dass man die Schlüssel hat. Man muss vielleicht sein Umfeld erziehen, dass sie halt auch die Schlüssel benutzt. Ja, einfach. Welche auch immer. Ob es ein Zertifikat sind für CRC-Work oder PGP. Also ich würde mir wahrscheinlich das kaufen, was sie gemerkt hat. Das ist interessant für mich. Das scheint auf der sicheren, irgendwie sicher zu sein. Ja, das gibt es für die doch, kann man kaufen von der Firma, aber ich weiß momentan nicht, wie der Hersteller ist. Das weiß ich auch nicht. Das würde mich interessieren. Ja, aber das Einzige, was die haben, ist halt auditiert. Die haben geschaut, was macht die Software da draußen, bestimmte Software drauf. Die setzen da so eine Speicherkarte rein. Irgendwas setzt denn da rein, und so in den Händen. Mehr weiß ich auch nicht. Soll viel Geld kosten, aber damit wird alles automatisch verschlüsselt. Ich bin auch ein bisschen jetzt abgehört, nicht nur weil ich jetzt unter Linux arbeite, auch das ist unter Windows-Rechner, dass ich schon keine Antivirus-Software benutze. Wer weiß, was für Viren die halt nicht erkennen, die sie nicht erkennen sollen. Ja. Wofür dann bezahlt wurde, weil sie gezwungen wurde, die erkennst du jetzt mal nicht. Was erkennt die überhaupt? Ja, bekannte Viren, die schon seit 20 Tagen im Umlauf sind. Man kann auch nicht mal eine Brigade erkennen, wenn du den halt gefühlt. Mal, wenn man halt ein bisschen so die Virenscanner zu den Ohren einschaltet, dann hat man schon viel geschafft. Und das ist immer noch nicht allzu leicht, wie es kann. Es gibt immer noch diese hübschen Drive-By-Downloads, die man dann kriegen kann, oder Webseiten zu. Okay, was weiß wirklich auf Webseiten, die noch ziemlich ursprungsenthal sind. Muss man wissen. Und dafür hilft einem wieder so ein Plugin, wie nur Script zum Beispiel. Dass halt generell erstmal die Script-Ausführung innerhalb des Browsers können. Wo man dann sagen kann, man sagt jetzt okay, also ich spiele auch mal die und das und das müssen wir machen. Ja. Auf der Adblock bin ich auch umgeschrieben. Da gab es auch eine Diskussion darüber. AdBlock Plus war, die haben ja auch ein Geschäftsmodell jetzt gemacht. Wie ist das noch? Ich weiß noch gar nicht, geduldeter Währung oder sowas? Wenn ich Listen ja, die haben aber auch, die, da kannst du bei denen mal kaufen. Als Firma kaufen, dass er den auch nicht bekommt. Ich meine, ich habe den Listen gemacht. Ich mache mir wirklich die Mühe, jede Seite, morgen muss ich den mal freischalten. So. Das Schöne bei AdBlock finde ich, das neue musst du gerade nicht. Du kannst AdBlock für die einzelnen Elemente. Ach so. Du kannst sagen, das Bild will ich sehen, das willst du mögen. Und deswegen benutze ich gerne beide. Also die Verbindung habe ich jetzt mal Postgres und Postgres zum Beispiel. Postgres ist mal diesen ganzen Track. Und diese Zielpixel daraus blockieren. Ja, man sieht es ja auch teilweise, die ganze Verfolgung, die man. Das Schöne bei Ghostery, wenn man es installiert hat, was man erstmal für eine Auflösung kriegt, was da alles für Tracker im Hintergrund laufen. Ich finde das überhaupt, dass ich das nachher. Also ich weiß noch, nachdem ich der Notscript mal drauf habe, das erste Mal, dann hast du mit Surf-Erlebnis. Ja. Man hat die Webseiten gesehen. Ja, das manchmal ist erschreckend, wenn man auch einen Rechner hat, was nicht ist. Gott, was ist das für eine Seite? Ja, wir fangen hier gerade so ab, wie geht es mit dem Flash, wer
Feldform. Und ich mache mir das Kreuz zum Schließen da oben rechts, ist, weil wenn ich das Kreuz kriegst, ja, oben kommt es noch nicht. Ja, damit wir mal diejenigen kriegen, die sich halt irgendwie auskennen. Man vergeht solche Währung so, wenn die Gewinnwährung da auch poppen, die sind eine Million zu Surfer auf der Reise füllen. Oder irgendwo ein Schließenkreuz ist, aber was auch eigentlich der Klickbutton ist, um Ja zu sagen, irgendwo hinzukommen. Schrecklich. Macht keinen Spaß. Ich finde das toll, ich freue mich aber, wenn ich gewinne. Ja, du beantwortest auch mein Menschengeschrei. Ja, das war das. Oh, Mensch, der gewann. Das hätte keinen Spaß mit der Alternativen auf dieser Seite angegeben. Da kann man sich stundenlang beschäftigen mit freien und sicheren Alternativen gegenüber.
geschlossenen Software-System. Ja, und da ist mein Großes einfach nur, dass es halt viel zu wenig unterstützt wird, viel zu wenig gefördert wird. Dass den Leuten das so immer einfach gemacht wird, was sie benutzen. Ja, das ist halt eine Behauptung, die man aufstellt. Also, ich glaube, unsere Mutti würde nie sagen, dass sie nicht wünschen würde, dass wir den machen. Ja, das ist ja die Bildung halb meins. Hat das nicht unser Innenminister doch gesagt, wir sollen verschlüsseln? Das ist doch noch nicht so klar. Ja, ich glaube, wissen und genau wissen, wie das hier läuft und so, die werden ja weggeschmissen. Ja?
eine Gefahr darstellen für den Staat, weil sie genau wissen, wie die Politiker arbeiten. Was, das ist der schöne Spruch, wir werden von Leinen regiert. Die blicken auch gar nicht hinter die ganzen. Was bei der Wahlarena wurde noch eine hübsche Frage gestellt, wo man wirklich durchblickte, egal ob es Steinbrück war oder die Märkte, wo man das Ganze gar nicht beschauen, was wir entscheiden müssen. Und die Frage halt auch niemand, der sich damit auskennt. Das gleiche war ja damals, das war 2009 mit dem Stoppschild, als die Piraten kamen. Und auch alle, die halbwegs damit dem Thema auskannten, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Das ist völliger Humbug, was ihr da sagt. Und dass ich da hingestellt habe, nee, ich mache das Stoppschild jetzt. Und das verhindert jetzt Kinderpornografie und so weiter. Wo alle wirklich auf so einen Computerexperten waren und halbwegs informierte Laien, die dann gesagt haben, das ist völliger Humbug, was ihr da sagt. Nein, wir ziehen das jetzt durch. Sich auch nicht überzeugen lassen von Experten, das ist schlimm. Halt nur, wenn irgendwelche Symbolpolitik machen oder wir tun was, in Anführungsstrichen irgendwas, was zwar nichts bringt, aber sieht gut aus. Und die Kinder brauchen viel, kann man jetzt sagen. Für Angst haben wir uns hier. Alles. Ich finde das schon sehr traurig, dass sie in Deutschland bleibt. Ich meine, ich bin ja nur ein halbes Jahr hier, aber in Nordamerika und hier. Ich habe dann trotzdem noch eine Alternative. Das ist hier so viel besser? Ja. Nee, nur der Welt hat es nicht. Es ist viel schlimmer. Ich bin in drei verschiedenen Ländern zu Hause. In Japan, in Deutschland und in Kanada. Oh, Kanada. Ja, ich würde auch die 5, wollte ich gerade sagen. Das ist nach dem Da tut es viel schlimmer. Das war das schöne Abkommen, was wir damals getroffen haben, nach 2019 Anschlägen. Wo die doch in englischsprachigen Ländern waren. Kanada, Nordamerika, England, die Abkommen geschlossen haben, okay, wir dürfen unsere eigenen Leute ja nicht ausspielen, ne? Dann spielen hier doch du unsere Leute für uns aus. Wir tauschen miteinander aus. Dann können wir immer sagen, nein, wir spielen unsere Leute nicht aus. Aber wir haben ja Ergebnisse mit anderen Geheimdiensten, die von uns her. Also sie müssen ja nicht mal lügen. Sache ist auch mit dem E-Pair zum Beispiel.
ja auch so eine Sache, dass man da online alles mit in Zukunft machen soll, dass man sich identifizieren lassen soll. Das Schlimme ist ja so ein Identitätsdiebstahl, der stattfindet. Das heißt, wenn jemand die Identität klaut, zum Beispiel wenn es so ein Account ist, das fängt ja damit an, dass mir jemand die Kreditkartendaten klaut und damit irgendwie Schindluder betreibt, was bestellt. Wie geht das weiter, wenn ich jetzt mein Account oder mein Login habe für meinen Personalausweis für meinen Rechner und da mein Kartenlesen und mein Shop die Identität, ein Zugriffscode dafür und ich melde dann irgendwie Wohnung für mich an und die fehlt das gar nicht mit. Das ist ja das Schlimme daran. Also jeder hat irgendwas zu verwehren gesagt, wenn es nur die eine Identität ist, die ich vielleicht mal klauen kann. Dass auch mit solchen Daten Schindluder getrieben werden. Das war ja jetzt auch die, was, Vodafone, wo die Daten jetzt geklaut haben. War auch nicht schlimm, wo man sagt, okay, die haben jetzt meine Adresse, aber dann fischen die halt weitere Daten. Die haben einen kompletten Daten, sie haben meine Adresse, die haben meinen Namen, die haben vielleicht eine Kontonummer, eine Telefonnummer, rufen die vielleicht auch an, machen ein bisschen Social Handling, versuchen noch mehr auszukriegen. Bestellen vielleicht noch irgendwo was und machen da irgendwie einen anderen Schritt und deine Identität halt missbraucht. Ja. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ja, das geht schnell. Ja, das Schlimmste, was einfach ging, was ein Freund von mir auch passiert ist, ist gar nicht, ist noch offline, wenn passiert ist, dass ihm der Personalausweis gestohlen wurde. So, dann mit dem Personalausweis Schindluder betrieben wird. Weil die wenigsten beim Personalausweis ein Foto gucken, der ist irgendwo hingegangen, hat den Namen unterschrieben. Hat Sachen gekauft, Verträge gemacht, wusste das Wochen später irgendwo halt. Also, die haben das, er wusste das, aber du kannst ja den Personalausweis nicht sperren, das kann keine Unnötigkeit machen, man kann da überall hingehen, Kontos eröffnen. Das ist schwierig. Und dann kriegst du überall plötzlich Briefe her, die haben ein Konto eröffnet, Kredit nur 2.000 Euro, und dann wollen jetzt mal das Geld machen. Das war eigentlich nicht. Dann bist du dann wieder in der Beweispflicht zu sagen, hey, das war eigentlich nicht. Das ist ganz schwierig, sowas. Deshalb muss man auch wirklich aufpassen. Das sind so wirklich Daten, die man, also der Personalausweis gibt man ja auch letztlich auch mit. Genauso ist seine Identität aus seinem Rechner, dass man die schützt einfach. Sei es um die Accounts, die man hat, mit den Online-Konten. Das ist halt, damit kann auch schon nur getrieben werden. Auch mal gerne, wenn man solche Nutzerdaten oder Nutzerkennwörter per Mail verschickt, unverschlüsselt, also die NSA hat sie dann so. Und wer auch immer noch. Das macht man mache ich auch ganz gut. Wo ist das? Viel schöner, wenn man sich irgendwo registriert. Dann kriegt man diese Registrierungsbestätigung und in der Registrierungsbestätigung steht dann nochmal das Kennwort. Ja, was ist selber eingegangen? Ja, genau, das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Kriege ich immer den Hals. Also mit den Verletzungen, dass das alles funktioniert und dass die Datenbanken von der Abrechnung, wenn man es noch erzählt, erst mal das erste Smartphone von Samsung. Ich muss hier auch registrieren bei Samsung. Keine Ahnung, einen Tag später kriege ich die SSM-Mail für Samsung-Müll. Hey, von irgendeiner anderen Adresse. Das ging aber fix. Und hier ist auch die Runden und hier wird noch abgleichen nur gut. Ja, ich vergessen, den Haken rauszumachen, weil wir müssen diese Daten mit Karten. Wahrscheinlich. Ich muss mal einen Haken. Da steht aber am Schluss immer mit dem Haken. Da muss man noch warten. Ich achte dann auf eins genau. Da steht nicht mit dem Satz, sondern immer ganz unten.